Hello, herzlich willkommen zum 365 Talk vom, was haben wir heute, 10. Oktober. Hallo Kai. Servus, es wird ein zeitloser 365 Talk. Also auch wenn er vom 10. Oktober ist, oder? Ja, gut, Teams-Telefonie natürlich so schnell in der Entwicklung, dass das in einem halben Jahr zum alten Eisen gehört, was wir heute erzählen, oder? Aber die Telefonie wird es immer noch geben. Weil schließlich müssen wir uns heute auch über Wählscheiben Selbstverständlich. unterhalten, ja? Ich war, lustige Anekdote, ich war gerade in meinem Urlaub, hat es eine Woche geregnet, gefühlt so viel wie das ganze Jahr nicht. Und ich war im Museum für Kommunikation und meine 5-jährige Tochter hat versucht, so auf einem Drehradtelefon eine Nummer zu wählen. Das war richtig spaßig. Dazu könnte man, Drehradtelefon. ja, wie sagt man das? Keine Ahnung. Ich habe es auf Wählscheibe, jeden Fall noch Wählscheibe, ja. Ich habe es noch erlebt, genau. oder? Ja, heute, wie schon gesagt, zum Thema Teams-Telefonie, aber vorneweg News. Genau, 3, 4 News. Was Ja, haben wir? neu. Machst du? Cameo. Soll ich? Gut. Ja, ich kann kurz was drüber erzählen. Cameo war ja die Geschichte, die es jetzt in PowerPoint selber gab zum Thema, man blendet sich in seinem Kamerabild oder vor seiner PowerPoint-Folie ein. Und hier sieht man ja die Dame mit der Sales-Folie und das ist eben dann kein Bild, sondern da redet sie vor ihrer eigenen Folie und das geht eben jetzt natürlich hier auch in PowerPoint Live. Ja, und cool ist ja, dass ich mit Cameo kann ich das irgendwie in einen runden Kreis oder in ein Quadrat oder ich kann das wirklich platzieren und anpassen. Versucht's mal aus, macht Spaß. Im Prinzip so, wie wir es jetzt hier auch tun, ne? Nur Genau. in PowerPoint. Ach so, ich muss Ja, weiterschalten, ne? genau. Zu lange Urlaub, ne? Also du Ich nicht. suche mal kurz die Schaltfläche, mit der ich das machen kann. Jetzt geht's weiter. Ja, Erzähl mal was. Teams-Meetings, Zusammenmodus, der Group-Together-Mode, neu auch kann man den einschalten für alle Teilnehmer. Also unten, man sieht es fast nicht, kann man den Haken setzen und dann wird dieser Together-Mode für alle eingeschaltet, für alle Teilnehmer des Meetings. Kleines Feature, Ja. aber bisher war das jedem Einzelnen vorbehalten. Das finde ich krass, muss ich ehrlich sagen. Also Und den live Tippfehler, den wir nicht. drin haben da, Ja, oder? den auch, aber nicht die Transcription, das kennen wir ja bereits, aber sondern wirklich die Live-Übersetzung, also so wie im Fernsehen, genau. Ja, Also mit so einer Simultanübersetzung. Ja, mega genau. gut, oder? Also gerade wenn man über Ländergrenzen oder Sprachgrenzen hinweg zusammenarbeitet, hilft es doch irgendwie auch für das gegenseitige Verständnis. Finde ich super. Absolut. Super Wir Feature, ja. Schweizer haben da immer ein bisschen Mühe, weil wir werden entweder nicht verstanden oder da kommt Kauderwelsch raus. Aber mit Englisch und gutem Hochdeutsch, nicht so wie wir zwei, funktioniert das. Finden wir beide raus. Ja. Genau. Ja, total wichtig, oder? Diese Funktion liefern All My Devices, wenn ich mit mehreren Geräten gleichzeitig an einem Meeting teilnehme. Wann kann das vorkommen? Ich will auf meinem iPad irgendwas mit dem Whiteboard, mit dem Stift zeigen oder mit dem Surface oder so. Habe zusätzlich noch meinen Rechner online und vielleicht kam ich mit dem Handy noch rein und habe da was gezeigt oder so. Dann kann ich da überall gleichzeitig rausspringen. Gute Sache, oder? Also eher Ja, was für Heavy User, ne? definitiv und so für Springer, oder? Also die vom Arbeitsplatz irgendwo hinspringen. Ich habe das schon mehrfach erlebt, wenn ich kurz ins Auto wechsle oder was auch immer, dann plötzlich ist man irgendwo noch drin und ist schon nicht mehr bei diesem Gerät und mühsam und das löst diese Probleme. Ja, genau, richtig. Und dann haben wir noch ein kleines Update zu den Lizenzen. Da unten haben wir zwei Links aktualisiert. Die können wir auch direkt mal kurz im Chat kopieren zu den Teams Room Lizenzen, zu den neuen, ne? Ja, eigentlich Preise haben wir jetzt auch für Euro und Schweizer Franken. 33,70 €, 39,40 Schweizer Franken. Und denkt daran, prüft, ob ihr solche Lizenzen habt. Die müsst ihr wirklich zum Erneuerungsdatum wechseln. Von den aktuellen Teams Room, wie hießen die? Standard und Standard und Professional, glaube ich, oder? ja, genau. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Ja. Also ich finde an der Stelle auch vielleicht noch erwähnenswert, weil wir gerade heute schon über das Thema Teams-Telefonie reden. Telefonie in einem Teams-Room geht zum Beispiel nur mit der Pro-Version. Genau. Ja. Sehen wir rechts gerade Teams Phone heißt das neu. Ja. Teams Rooms Pro. Gut. Schön. Dann Dann würde kommt ich jetzt sagen,
Intro und los geht's mit unserem heutigen Thema. Jetzt kommt er mit dem Intro um die Ecke. Ja, Teams Telefonie, eine Telefonielösung cloud-basiert mit Microsoft Teams. Lange noch ein bisschen so ein, ja, belächelt, würde ich nicht sagen, aber viele läufige Meinung ist, dass das nur sehr beschränkt was kann, dass das nichts taugt oder nur wenig Funktionalitäten hat. Und eigentlich wollen wir noch mit diesem Mythos auch ein bisschen aufräumen heute. Ja, also ich glaube, das. Man kann sagen, das ist jetzt mittlerweile ein ausgewachsenes Telefonanlagensystem, ne? Also absolut, braucht man sich nicht mehr verstecken, ne? Genau. Gut, legen wir los, ha? Yes. Was gibt's denn heute zu sehen? Ja, heute, was ist überhaupt Telefonie? Also ich hoffe, die meisten wissen, was Telefonie ist, aber wir wollen uns heute wirklich mal klar machen, um was es sich da handelt. Darum wollen wir auch aufzeigen, warum sich ein Blick auf die Teams-Telefonanlage lohnt. Was geht denn out of the box? Welche Szenarien passen für wen? Und gibt es sinnvolle Erweiterungen für die Teams-Telefonanlage? Dem aufmerksamen Zuschauer wird jetzt dann auffallen, dass wir wahrscheinlich heute die 20-Minuten-Grenze leicht, aber nur leicht sprengen werden. Ja? Genau. Ja, es gibt einfach so unfassbar viel zu erzählen darüber. Wir könnten das auch 2-3 Stunden die Länge ziehen. Absolut kein Problem. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen es kurz und knackig, aber die 20 Minuten schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ja. Vielleicht nochmal kurz zurück. Grundlagentelefonie ist, du hattest das angesprochen mit der Wählscheibe und wir kennen das ja auch so, wir wählen die Rufnummer und das kommt eben aus dieser Zeit mit der Wählscheibe noch, die wir auf dem Telefongerät, auf dem Tischgerät stehen hatten früher. Ja? Und darum geht es auch. Ne? Wir wählen eine Rufnummer und die Identifikation unseres Gegenübers ist tatsächlich eine Rufnummer. Ne? Also bei uns jetzt zum Beispiel diese 0049-7144-700-100, also diese Zahlenfolge, die ich wählen muss. Wo kommen die Rufnummern eigentlich her? Was meinst du, woher die kommen? Also ja, wer stellt die uns eigentlich bereit? Ja, grundsätzlich der Provider, aber der wiederum hat eine Lizenz. In der Schweiz ist das BAKOM, das Bundesamt für Kommunikation, die vergibt und die regeln das, dass jede Rufnummer nur einmal genutzt werden darf. Und aber grundsätzlich verteilen tun die Telefonprovider, die eine solche Lizenz besitzen. Ich denke, das ist genau. In Deutschland ähnlich, oder? Genau, Bundesnetzagentur. In Österreich, glaube ich, auch, heißt das auch so, und die das dann eben vergibt. Ja? Also das Spannende ist wirklich die Identifikation, ist die Nummer und eben nicht eine E-Mail-Adresse, ein Name oder eine Web-URL oder so. Jedes System hat seine eigene Identifikation, sage ich jetzt mal. Und da haben wir tatsächlich hier wirklich, meinen wir auch mit Teams-Telefonie ganz klar genau diesen Verkehrsweg und eben nicht, dass wir intern einen Anruf an unseren Kollegen, der auch Teams hat und uns dort per Audio unterhalten, sondern wir meinen wirklich Übergang ins Telefonienetz, dass wir jemanden auf dem Mobiltelefon zum Beispiel anrufen können, ja? Oder genau. Von dort aus angerufen werden können. Absolut. Ohne Teams. Dass ich, ja? Dass ich mein Smartphone nehmen kann, meine Nummer eingeben kann und ich dann im Teams drin diesen Anruf kriege und der andere muss kein Teams nutzen. Ich kann ja sonst jeden, der das freigeschaltet hat, kann ich ja über Teams erreichen, aber das ist halt wirklich nicht Telefonie, das ist eigentlich Teams, Kommunikation, Teams Meeting, und heute sprechen wir wirklich über diese Telefonie und vielleicht eine kleine Klammer, dieses PSTN, das ist wirklich dieses Public Network für die Telefonie, also das ist wirklich mit Schnittstelle in dieses öffentliche Telefonienetz, wo ich auch international alle Nummern dann wählen kann. Da erschließt sich auch dem einen oder anderen, warum wir wahrscheinlich da vermutlich so begeistert sind, weil wir halt einfach komplette Telefonanlagen damit ersetzen können und eben nur noch ein System haben. Ja? Also das kann sich an vielerlei Stelle lohnen. Ja? Genau, und wie bindet man denn dieses Phone-System oder heute dieses Teams-Phone eigentlich an dieses PSTN, an dieses Netz an? Da gibt es vier Optionen, genau.
Ja, genau. Es gibt vier Optionen. Stand heute, es gibt die Calling-Pläne, also wir haben das gleich noch so ein bisschen aufgedröselt. Direct Routing sagt man, der ein oder andere kennt es dann unter dem Thema Session Border Controller, Operator Connect und dann jetzt auch noch Operator Connect Mobile Preview. Ich glaube, andere Anbieter wie jetzt zum Beispiel Zipgate und Co. hatten das mal in der früheren Zeit so aktiv und auch heute noch, dass eben wirklich auch die Mobilfunknummer, die vom Mobiltelefon dann mit in die Plattform, in die jeweilige Telefonieplattform mit aufgenommen wird. Ab zur Übersicht. Wir haben hier so eine schöne Tabelle. Ja, sieht ein bisschen chaotisch aus, ist es aber eigentlich nicht. Also wir haben diese vier Optionen und man sieht hier eigentlich schön aufgeteilt, welche Option welche Benefits bringt oder wann eingesetzt werden sollte. Also bei den Calling-Plänen ist Microsoft wirklich der Telefonprovider. Bei uns in der Schweiz, ich nehme an, das ist international so, ist Colt eigentlich im Hintergrund der Provider, nicht Microsoft. Das ist jeweils ein Plan, den man Microsoft inklusive der Lizenz bezahlt und da ist Gesprächsguthaben inklusive und ist aber vergleichsmäßig eher teuer, würde ich sagen. Oder wie erlebst du das bei Ist euch in so. Deutschland? Ist so, aber man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein. Man sagt ja so schnell, so ist relativ teuer, aber man hat natürlich einen genialen Service. Ne? Ich klicke drauf, Calling-Plan, kriege automatisch meine Rufnummer. Es ist alles konfiguriert. Ich kann alles klicki-bunti kurz sagen, hey, der Mitarbeiter soll die Rufnummer kriegen. Fertig. Ne? Also Ja, und über Nacht steht die Telefonanlage. Ne? genau, innerhalb von ein paar Stunden definitiv kann man das provisionisieren. Man hat auch die ganze Geschichte mit Qualität und alles. Das liegt dann wirklich bei Microsoft. Also da muss ich mich mit niemandem anderen unterhalten. Wenn ich Probleme habe, ist Microsoft mein Ansprechpartner. Ich kriege auch die Rufnummern von Microsoft. Ich kann da aber auch nur heute kann ich nicht sprechen, Rufnummern portieren. Also wenn ich meine bestehenden Nummern nutzen möchte, kann ich die zu Microsoft portieren. Hier natürlich gewisse Einschränkungen, zum Beispiel, dass ich keine analoge Geräte anbinden kann. Ich verstehe unter analoge Geräte halt ein altes Telefon oder ein SIP-Telefon oder ein Fax oder eine Lift-Alarmanlage oder was man da alles noch so auf dem alten Weg irgendwo anbinden muss. Genau, so Aufzugsnotruf und so weiter. Da wären wir dann bei dem Thema Direct Routing. Ich würde sagen, das hat so für mich so also ich mag es am meisten, warum? Weil es halt die beste Flexibilität oder die größte Flexibilität hat. Ne? Die größte Flexibilität, du hast schon angesprochen, ich kann unterschiedlichste Geräte anbinden, weil ich natürlich die Geräte entweder direkt in Teams nutzen kann oder ich hänge sie an den Session Border Controller ran, dort hängen die Geräte vielleicht, ja. Oder ich kann auch diese ganzen SIP-Trunks, also die ganzen Leitungen, die von außen kommen, hänge ich ja ebenso an den SBC ran und bin dann wirklich ultra flexibel und kann auch Szenarien aufbauen, in denen ich vielleicht noch alte Telefonanlagen mit einbaue. Ne? Ja, oder Mischformen, oder? Dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, meine Office-Umgebung nutzt Teams, auch Teams-Telefonie und die ganze Produktion, die hat vielleicht noch eine DECT-Infrastruktur, die nutze ich halt mit der alten Telefonanlage über diese DECT-Infrastruktur. Also da kann man einiges bauen. Und du sagst es richtig, es ist unglaublich flexibel, auch was den SBC, diesen Session Border Controller betrifft. Ich kann den selbst betreiben. Es gibt Anbieter, wo ich den managed beziehen kann. Ich kann den bei mir on-prem betreiben. Ich kann den in der Cloud betreiben. Also da sind die Grenzen eigentlich undenkbar groß und ich kann auch dann entsprechend den Telefonanbieter anbinden, den ich will. Also der Anbieter braucht dann keine Teams-Integration direkt, sondern er muss einfach diesen Session Border Controller irgendwie anbinden können und dann habe ich eigentlich die Schnittstelle selbst. Genau, wenn man Kleiner jetzt die. Hinweis noch. Ja. Wenn man diesen Session Border Controller selbst betreiben muss, das ist relativ ein großer Aufwand, sage ich jetzt mal, mit Zertifikat und so weiter und so fort. Also nicht zu unterschätzen, auch was die Konfiguration betrifft, da muss man ein bisschen Telefonieverständnis haben, man muss Netzwerkverständnis haben. Das ist nicht so klickibunti. Genau, richtig. Und das wollte ich gerade im Prinzip sagen. Hey, und jetzt muss man nochmal kurz gegenüberhalten. Links, Calling-Pläne. Ein Klick, zack, Setup da, läuft. Ja. Dafür sind meine Gesprächsguthaben, die ich bekomme, relativ teuer. Ja. Auf der rechten Seite der initiale Aufwand und vielleicht auch der Aufwand, das weiterhin zu betreiben, je nachdem, ob ich selber betreibe oder ob ich mir es anmiete.
doch dann auch mit höherem Aufwand verbunden. Vielleicht an der Stelle dann über den Betriebsdauer günstiger aufgrund der Gesprächskosten, aber erstmal initial doch sehr aufwendig und intensiv. Aber ich kann alles abbilden, das ich eigentlich abbilden muss, eben vom Aufzugsnotruf bis hin zur Produktion oder Lager, mobile Geräte und so weiter, Fax, was man alles so braucht. Ja. Und was macht Operator Connect? Am Schluss, darf ich noch einen Satz zu Direct Routing? Am Schluss bin ich verantwortlich für die Qualität der Gespräche bei Direct Routing. Also ich habe dort die Hoheit und wenn ich was falsch konfiguriere, dann bin ich selber schuld. Microsoft hilft dann entsprechend nicht mehr. Absolut. Genau. Operator Connect? Operator Connect ist ein bisschen eine Mischform der beiden Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nach wie vor ein Session Border Controller, der irgendwo bei einem Provider läuft. Aber dieser Provider ist zertifiziert für dieses Operator Connect. Das heißt, ich kann also auch aus dem Microsoft-Portal diese Anbindung Clickibunti im Prinzip auslösen und ist aber trotzdem mein Provider, der das zur Verfügung stellt, macht dann einen Teams-Trunk zu Teams und entsprechend ist das eigentlich full managed mit einem Provider und läuft nicht über Microsoft. Genau, also jetzt Telekom, Swisscom und Co., ne? Genau. Macht die Swisscom auch schon Operator Connect? Machen auch Operator Connect, Und da muss man ganz klar sagen, der nächste heiße Shit im Prinzip ist Operator Connect Mobile, aktuell in der Preview verfügbar. Da ist tatsächlich das Geniale, ne, dass wenn jemand, und das ist ein wirklicher Use Case auch, ne, ich habe ein Firmentelefon, ich habe meine Firmen-Handynummer und auf dieser Handynummer ruft jemand an. Und bei Operator Connect Mobile, wenn das eben mit integriert ist, nicht das Gerät, sondern die Rufnummer, dann klingelt, wenn mich jemand auf der Mobiltelefonnummer jemand anruft, klingelt mein Teams-Client hier am Desktop. Und das ist der Knaller. Ja, ich finde das vor allem extrem spannend, so für Außendienstmitarbeiter oder Leute, die halt einfach ja, auf der Mobile-Nummer sowieso erreichbar sein wollen, können die das wirklich integrieren, brauchen keine zweite Nummer, cool integrierbar, macht Sinn in gewisser Weise das zu nutzen. Nachteil, es kommt immer darauf an, was man will, oder? Man hat natürlich dann wieder die Mobile-Nummer, die man dem Kunden gibt, was man vielleicht Urlaub und so weiter ein bisschen vermeiden möchte. Man muss halt da ganz klar trennen zwischen Geschäftstelefon und privatem Telefon vielleicht. Also da gibt es mehr organisatorische Dinge, die man dann regeln muss, aber im Prinzip absolut genial. Das Feature ist genial, ja. Wobei man an der Stelle auch ganz klar sagen muss, welche Clients gibt es denn? Und der Teams-Client auf dem Smartphone, der funktioniert fabelhaft, ja. In der Schweiz, in jedem Tunnel das Gespräch, in Deutschland immer nur bis zum Tunnel, ja. Um dir direkt den Wind aus die Segel zu nehmen, mein Freund. Ja? Ich hätte nicht gesagt. Okay, was kostet der Spaß? Lizenzen? Ja, grundsätzlich muss Teams lizenziert sein. Also du musst eine Teams-Lizenz haben. Es ist Grundvoraussetzung, dass du überhaupt Teams-Telefonie nutzen kannst. Teams Essential heißt es, glaube ich, ist der kleinste Plan, den man nutzen könnte. Und dann obendrauf halt eine Teams Phone mindestens Standard Lizenz. Die seht ihr auch die Kosten pro User. Bist du jetzt rausgeflogen, oder? Nee, bin noch da. Ah. Ich denke, du machst jetzt den Rest dieser Folie. Ich habe ja direkt auf mein Mikrofon gerade gedrückt, weil ich hier rumgehustet habe und dann dachte ich, huch. Genau, also pro User, spannend finde ich, dass die E5-Lizenz das alles beinhaltet. Also wer schon ein relativ großes Paket hat, braucht es dann nicht. Aber die meisten werden dann so Business-Premium-Lizenzen haben, denke ich, so bis 300 User oder Business-Standard-Premium gemixt. Da brauchen wir eben diese Add-ons. Ja. Spannend auch, nur die User, die auch die Telefonie nutzen, brauchen die Lizenz. Ne? Wenn wir jetzt 50 Leute aktiv haben, aber nur 20 brauchen die Telefonie, dann muss ich auch nur die lizenzieren. Ne? Genau, ja. Und was vielleicht ein bisschen speziell ist oder nicht bei allen Anlagen halt so sein muss, jeder User bekommt eine öffentliche Telefonnummer. Ohne geht's nicht. Das kann ich ja bei anderen Anlagen halt mit internen Telefonnummern abdecken. Das gibt es hier halt so nicht mehr. Da habe ich einfach die öffentliche Telefonnummer und dann meine E-Mail-Adresse für die sonstige Teams-Kommunikation. Genau. Aber das brauche ich ja dann auch nicht. Ne? Also wenn jemand dann nur intern das nutzt, dann kann ich ja auch einfach intern ganz normal gegenseitig die Kollegen anrufen. Ne? Genau. Ich dachte immer so vor
Jahren, als Teams-Telefonie aufkam, habe ich da ein bisschen gerechnet und habe ihm gesagt, das ist relativ teuer. Aber wenn ich das heute vergleiche mit anderen Telefonanlagen, dann muss ich ehrlich sagen, da kann man schon als kleine Firma sehr günstig starten. Und auch als Ja. große Firma ist das preiswert, wenn man andere Lizenzen von Telefonanlagen vergleicht. Und man muss ja wissen, man hat dann wirklich alles. Also man hat die Telefonanlage, das ist gehostet, das ist betrieben, man hat den Handy-Client, was bei vielen Telefonanlagen noch zusätzliche Lizenzkosten gibt und so weiter. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist für mich einen wirklich guten Preis. Ja, also das jeder kann da einen Taschenrechner in die Hand nehmen und weiß, was er für seine Telefonanlage bezahlt, ja. Genau. Jo, warum lohnt denn den Blick da drauf, haben wir so uns überlegt. Ganz klar, haben wir schon gesagt, Kommunikation in einem Client vereint, ne? Also wir haben unseren Teams-Client, über den wir das Word bedienen können, ja, eine Präsentation machen, ein Webinar machen und dann plötzlich auch noch telefonieren, ne? Das ist genial. Man hat einen Client und gerade auch der zweite Punkt oder die Integration in Microsoft 365. Ich habe noch einen Status, oder den ich einstellen muss und nicht noch für die Telefonanlage, noch für irgendwelche Chatdienste, noch für das und das. Ich kann wirklich meinen Status in Teams setzen und auch die Telefonanlage greift auf diesen Status zurück und ich kann machen, dass ich nicht erreichbar bin, dass ich erreichbar bin für gewisse Leute und so weiter. Das kann ich alles entsprechend konfigurieren. Ja, also wenn ich auch die administrativen Kosten darf man auch nicht vergessen, ne? Wenn ich jetzt überlege, so eine normale Telefonanlage, dann muss ich noch den Client bei den Leuten auf dem Smartphone installieren oder auf dem Rechner oder was auch immer. Ich habe hier wirklich nur noch eins, ne? Also wir müssen nicht nachher noch zusätzlich was nachinstallieren oder so, ja? Und deswegen dieser 100% Cloud, 100% As-a-Service-Ansatz macht da absolut Sinn. Also fallen dann halt manche Dinge einfach als Abfallprodukt raus, ne? Standortunabhängig kommt dann auf einmal raus, auf allen Geräten nutzbar. All diese Dinge kommen plötzlich von ganz allein, ne? Ja, und was mich immer wieder überrascht eigentlich, die Sprachqualität ist wirklich einmalig gut. Gibt selten eine Telefonanlage, die in dieser Form, eine Cloud-Telefonanlage, muss ich sagen, in dieser Form eine gute Sprachqualität bietet. Aber man darf da nicht vergessen, Microsoft hat da durch Skype for Business und Skype grundsätzlich natürlich auch einfach eine riesige Erfahrung in diesem Telefoniemarkt. Es ist nicht so, dass jetzt mit Teams-Telefonie Microsoft jetzt in diesen Telefonmarkt einsteigt, sondern die haben da schon einige Jahre, Jahrzehnte sogar Erfahrung und das nutzen die halt jetzt aus in Ja diesem Bereich. klar, ich meine, ob ich jetzt Videokonferenz, Skype, Skype Home, Skype for Business etc. mache, überall habe ich die Herausforderung, Bandbreite, wechselnde Bandbreiten, unterschiedliche Qualitäten und die Codecs, die da dahinter stecken und auch Rauschunterdrückung und was es alles gibt, das hat ja so eine Qualität erreicht, dass man sich manchmal im Gespräch sagt, hey, bist du noch da? Ja, weil es einfach so still ist, ne? Oder so, ja. Oder? Also selbst wenn man im Auto fährt und das dort mobil nutzt, muss man sagen, überrascht es einen manchmal, weil man kriegt nichts mit. Ne? Und das liegt nicht an der Freisprecheinrichtung vom Auto. Definitiv nicht. Und das ist gerade ein Punkt, den man noch erwähnen kann. Also mittlerweile gerade bei mir vor allem Apple, mit Apple CarPlay, super Integration funktioniert einwandfrei. Gut. Ja, haben wir im Prinzip schon erwähnt, diesen Status oder integriert in den Outlook-Kalender, ein Status für alle Unternehmenskommunikationen auf allen Endgeräten verfügbar, ob ich jetzt auf dem Smartphone den Status setze oder irgendwo anders, völlig egal. Also wirklich dieses Pain-Point, was man als User manchmal hat, oder ich bin in Teams nicht erreichbar, ich habe ein Meeting, dann muss ich noch den Telefoniestatus setzen, dann habe ich noch keine Ahnung, was ich noch habe, einfach hier ein Status setzen und es ist erledigt. Komplett nervig, ne, wenn man vorher in zwei Welten unterwegs war oder in drei. Auch hier vielleicht noch, sei noch gesagt, für alle Admins an der Stelle, die das vielleicht nervt, wenn ich in einem normalen Meeting bin und es ruft jemand an, dann ist im Standard erstmal so, dass das Klingeln trotzdem kommt. Ne? Das kann man dann speziell noch ausschalten, dass wenn man schon im Meeting ist, das dann auch wirklich belegt kommt. Ne? Also Genau, wirklich das Belegzeichen busy on von. business, busy on busy, irgendwie heißt das Genau, so. richtig. Ja, Das schöne genau. Belegzeichen existiert da auch noch. Ne? Was gibt es für nützliche Benutzereinstellungen? Ja, ich meine, das kennt man von allen möglichen Anlagen. Das ist hier einfach so im Teams klein, so unscheinbar versteckt, ne? Dass man da einfach auf die drei Punkte oben geht und dann die Weiterleitungen konfiguriert. Und hier kann man tatsächlich dann eben auch eine Rufnummer eintippen als Weiterleitung oder Voicemail. Das Schöne übrigens an der Voicemail hier an der Stelle auch, es findet auch diese Transkription statt. Das heißt, man kriegt nachher eine Textnachricht.
plus die Tonnachricht noch, wenn man die überhaupt noch braucht, wenn man sich das anhören dann vielleicht sogar sparen kann. Also spart einem auch noch ordentlich Zeit an der Stelle, ne? Ja, und Text-to-Speech, also man kann die Ansage für die Voicemail auch eingeben als Text und es wird dann vorgesprochen und das ist auch wirklich ein Feature, was ich immer wieder überrascht bin, wie gut das mittlerweile funktioniert. Ja, absolut, absolut. Hardware, welche Hardware hast du auf dem Tisch? Nichts. Headset, Smartphone, Surface Pro. Ich mache alles eigentlich über Smartphone und Notebook, aber es gibt natürlich nach wie vor diese Desk-Phones. Wir nutzen da viel die von Yealink. Das ist da mittlerweile auch wirklich funktioniert sehr gut. Ist ein bisschen Umgewöhnung in gewissen Bereichen, dass man halt keine interne Rufnummer hat für die Weiterleitung. Also ich persönlich tue mir mit diesen Teams Desk-Phones eher schwer, aber wer das nutzen will und für diejenigen, die das wirklich ein Need ist, ein solches Desk-Phone zu haben, funktioniert und ist einfach einzurichten, anmelden und los geht's. Ja, also bei uns geht auch die Tendenz ganz klar natürlich, also intern definitiv nur Headset, ja, und Softphones irgendwie, ja. Aber es gibt hier die Möglichkeit halt einfach wirklich mit diesen Hardwaregeräten alle in diese, ja, ich sage jetzt mal, abzuholen und an dieser Welt teilnehmen zu lassen, ne? Ja, es gibt viele Gründe, warum das praktisch ist, definitiv. Also ich will das nicht schlecht reden, für mich persönlich nicht notwendig, aber für viele halt trotzdem die richtige Wahl. Das muss immer abgestimmt sein auf den User und auf die Situation. Use Case, wichtig, ne? Telefonzentrale oder so, ne? Also, genau, ja. Genau. Teams Room System haben wir schon erwähnt. Ab Pro-Lizenz kann man da auch Teams Phones nutzen. Deckt gibt es neu seit, ja, was ist das jetzt, ein halbes Jahr? Keine Ahnung, es gibt ja, schon ein Jahr ungefähr. Mhm. SIP Gateway, da kann ich im Prinzip Deckt anbinden. Ich kann normale herkömmliche SIP-Telefone anbinden, also wer herkömmliche Telefone weiter nutzen will, kann das über diesen SIP-Gateway machen. Klammer auf, es ist natürlich dann zum Beispiel Status setzen auf dem Gerät geht dann nicht oder andere Dinge. Man muss dann da wirklich Use-Case-mäßig auch schauen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, aber es gibt mindestens jetzt eine Lösung, was man auch Deckt anbinden könnte. Ja, ich meine, so minimale Abstriche muss man dann machen, aber ich kann eine komplette Deckt-Anlage mit einbinden. Also Deckt, ja, mobile Handgeräte, ne, die man so kennt zum Rumtragen. Ja. Klassisches, genau. Beispiel, Lager. Produktionsbetrieb. Praxenkanzleien, wo die Leute immer rumrennen. Ja, genau. Was gibt es denn für Funktionen? Du hast eine kleine Demo vorbereitet und willst uns mal kurz so zeigen, wie es in Hotlines aussieht. Telefonzentralen, Voicemail, was es alles so gibt. Ne? Ja, wirklich nur ganz, ganz schnell, dass man das auch mal sieht, dass wir nicht nur darüber sprechen. Oder? Das ist jetzt der Teams-Client, da ist ein Teams-Phone-System integriert. Das ist mein persönlicher, wenn ich da auf Anrufen gehe, ist das meine Ansicht, oder ich habe da dieses Wellpad, ich habe hier die Verpassten, die Eingehenden, die Voicemails, die ich gekriegt habe, werden da hinterlegt. Ich kann da Kurzwahlen definieren und andere Kontakte integrieren. Also das ist eigentlich das, was wir von einer normalen Telefonanlage auch kennen. Vielleicht hier schon entscheidende Unterschied, ne? Wenn man noch keine Telefonanlage in Teams konfiguriert hat, dann gibt es ja diesen Button Anrufe trotzdem. Genau, gibt es ihn trotzdem. Ich habe einfach dieses Wellpad nicht und ich sehe hier auch die Nummer nicht. Oder? Das ist eigentlich so die, genau, Identifikation, dass ich eine Phone-Lizenz habe und die auch konfiguriert ist, dass ich eben hier eine Nummer auch eingeben kann und dass ich auch sehe, welche direkte Nummer ich persönlich jetzt habe zu meinem Account. Das ist so meine persönliche Ansicht vom Telefonieren und ich kann jetzt hier halt diese Nummer wählen und dann entsprechend ein Mobiltelefon anrufen oder was auch immer aus dem Teams-Client raus. Anders sieht es dann oder ähnlich sieht es dann aus, wenn ich zum Beispiel eine Call-Queue konfiguriert habe und diese Call-Queue auf einen Kanal gelegt habe und da habe ich dann plötzlich hier oben diesen Reiter anrufen. Da sieht es dann ähnlich aus, also ich habe hier dieses Wahlpad, da habe ich jetzt eine andere Nummer, oder das ist die Nummer der
der Call Queue, die ich eingerichtet habe, und sehe hier unten auch noch, wer entsprechend in dieser Call Queue auch drin ist. Und ich kann mich hier auch aus dieser Queue rausnehmen oder eben wieder reinschmeißen, dass es bei mir klingelt oder nicht. Und kann dann auch von hier diese Anrufe tätigen. Und je nach Konfiguration ist es dann so, dass ich hierüber eine andere ausgehende Nummer einblende, als wenn ich persönlich über meine Anrufbereiche anrufe, dass ich eben diese Bereiche trennen kann. Ich meine, also da muss man wirklich sagen, coole Sache, oder? Am Anfang gab es diese Queues wirklich nur manuell im Hintergrund zu konfigurieren. Man hat sie ja im Prinzip nicht gesehen und jetzt hat man sie ja auf Kanalebene, ne? Ja, genau. Es ist wirklich, also ich kann es immer noch wählen, ob auf eine Gruppe oder auf einen Kanal, aber mittlerweile hat der Kanal wirklich definitiv Vorteile, dass ich eben diese Anrufe hier sehe. Wir kommen dann später auch dazu bei den Pain Points. Ich sehe zum Beispiel hier die verpassten Anrufe noch nicht und so, aber das wird kommen. Da wird einiges in der nächsten Zeit an Funktionen auch zur Verfügung stehen. Auch dieses Einschalten und Ausschalten der Call Queues, das gibt es auch seit einiger Zeit, dass ich das direkt hier machen kann. Früher musste ich das immer über die Einstellungen machen. Also da wird sich einiges noch entwickeln und das wird wirklich toll werden, noch viel toller als jetzt. Genau. Willst du noch was sehen? Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob du noch zeigen kannst, haben wir das sichtbar, wie das mit dem Urlaub zum Beispiel funktioniert oder Feiertagen? Also im Admin-Bereich willst du das zeigen? Kann ich oder gerne zeigen, ja. Wenn du es offen hast, nur wenn du es offen hast, sonst... Ja, ich verschieben wir das, also... Da muss man einfach auch sagen, das sind ja Sachen, die passieren in jeder Firma, ne? Urlaub, Betriebsferien oder wir können heute einfach nicht rangehen und so weiter und so fort. Dass man da so intelligente Steuerung dieser Warteschleifen mit der, oder Warteschlangen oder Warteschleifen, sagen Sie hier, Warteschleifen. Warteschleifen, ja. Mittlerweile durchführen kann und das hat am Anfang auch gefehlt und das gibt es mittlerweile alles. Also da... Ja, und vor allem relativ cool, oder? Also ich muss sagen, das ist gut umgesetzt. Also ich habe grundsätzlich mal zwei Bereiche. Ich habe so eine automatische Telefonzentrale. Hier kann ich einiges einstellen an Urlaub, an wann sind die Öffnungszeiten, wohin wird die Voicemail gesendet und so weiter. Und dann eben diese Anrufwarteschlangen, wo ich dann sagen kann, das ist in diesem Kanal, sind diese Leute zum Beispiel in dieser Anrufwarteschlange drinnen und es klingelt 20 Sekunden bei denen und dann wird es weitergeleitet. Also da kann ich wirklich eigentlich alles bauen, was ich auch mit anderen Telefonanlagen bauen kann. Zum Beispiel diese Urlaube, oder? Das ist jetzt hier, kann ich so einen Urlaub hinzufügen. Ich kann da einfach ein neues Datum setzen, kann sagen, okay, ab 16. haben wir Urlaub, ab frühmorgens um 8 machen wir, oder 6, das ist jetzt gerade näher, und bis zum Beispiel am 22. um 24 Uhr oder was auch immer, 23:45 Uhr. Und kann da hier noch, gebe ich den Namen, zum Beispiel Herbsturlaub, speichern. Und das ist jetzt eine vordefinierte Funktion oder eine vordefinierte Urlaubseinstellung, die kann ich jetzt in der Telefonzentrale eigentlich nutzen. Also wenn ich da reingehe, sehe ich erstens mal, welche Nummer, ich kann da einiges einstellen und ich kann jetzt hier auch dann die gewissen Funktionen mit Öffnungszeiten konfigurieren, wohin das geht, mit außerhalb der Geschäftszeiten. Und dann eben diese Ferien oder Feiertage, diese Urlaubgeschichte kann ich jetzt hier hinzufügen und sagen, ja, ich will diesen Herbsturlaub in dieser Anruferwarteschlange eigentlich nutzen und ich möchte da zum Beispiel eine Begrüßungsnachricht hinzufügen. Da kann ich auch wieder Text-to-Speech machen und kann dann sagen, geh bitte auf meine Voicemail von irgendjemandem hier drauf. Keine Ahnung, was ich da jetzt konfiguriert habe. Ja, ist egal. Also nur kurz, egal, ich wollte auch nur, dass es vom Prinzip her kurz klar ist und ich denke, das wird jedem klar, weil dadurch kann ich natürlich, ich kann ja auch sowas wie Herbstferien und Feiertage umbenennen, ne? Ja, im Hinterkopf und kann sagen, ich mache da was anderes draus und kann dadurch wirklich sehr intelligente Steuerungen bauen für Niederlassungen oder spezielle Hotlines und so weiter und so fort. Ja. Genau, also da habe ich wirklich mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Ich habe ein System gebaut bei einem Kunden, wo so in den Urlaubszeiten dann aber irgendeine Picket-Linie zur Verfügung stand, wo dann via IVR wählen sie 1 für das, 2 für das. Also da kann man wirklich alles bauen mittlerweile und gibt fast keine Einschränkungen mehr, was da nicht funktionieren sollte.
Okay, super. Dann next kommen wir mal da dazu, was nervt uns? Pain Points. Also ich habe es nochmal, bevor wir gestartet sind, extra fett markiert. Ja, also man muss sich ja wirklich fragen, also da kann man wirklich mal das große Fragezeichen setzen. Es geht um, wir haben Exchange, wir haben super Outlook-Client, wir haben Teams und überall spielen natürlich Adressstammdaten irgendwie eine Rolle. Ne? Und wir haben einfach kein zentrales Adressbuch. Oder habe ich was übersehen? Gibt es im Standard nicht. Ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die du in Google, wenn du da oder in Bing oder wie man dann immer sagen will, am meisten suchst oder bei Teams-Telefonie, dass es da halt nichts Zentrales gibt. Und das ist auch bei meinen Kunden, unseren Kunden wirklich immer so ein bisschen ein Painpoint. Ich glaube aber, das wird irgendwann mal in einer Art und Weise gelöst werden. Vielleicht nicht mit einem zentralen Adressbuch, aber mit irgendwelchen Schnittstellen über Power Automate oder sowas. Also da sehe ich eigentlich schon, dass das irgendwann mal kommen wird. Aktuell aber wirklich deine eigenen Kontakte aus Outlook sind drin, die werden erkannt, die kannst du wählen, alle anderen halt nicht. Ja, also man kann natürlich auch super Workarounds bauen, dass man eine Rufnummer anklickt im Web und dann wird sie auch wirklich gewählt und so weiter. Das kriegt man alles hin, aber halt nicht, ich kann nicht out of the box dann genau das machen, was ich will, nämlich irgendwie schnell wählen. Das ist das Lustige dann. Also wenn man dann genau an dieser Stelle angekommen ist, dann tut es kurz ein bisschen weh, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Ne? Verpasste Anrufe Genau. in Call Queues hast du, glaube ich, schon erwähnt, dass man das nicht sehen kann. Du hast aber auf der Roadmap was entdeckt, ne? Ja, ich habe gesehen, dass das jetzt endlich kommt. Wann genau? Es ist, glaube ich, sogar September oder Oktober stand drin. Ich bin gespannt, wann das kommt. Das lustigerweise vor gut einem Jahr war das schon mal da. Ich hatte das in meinem Tenant etwa eine Woche oder 2, 3 Tage und dann war es wieder weg. Und Ja, man weiß keine nicht. Ahnung, das Also wird technische Gründe haben, warum sie manche das nicht. Preview-Sachen verschwinden auch wieder einfach, ne? Fehlende APIs? Ja, also gerade in Verbindung mit Add-ons oder mit Erweiterungen. Wir setzen da zum Beispiel Luware ein bei gewissen Kunden. Das ist eine Callcenter-Lösung, die auf Teams Phone System basiert. Und da sind wir halt immer wieder, stoßen wir an Dinge, wo es halt von Luware heißt, ja, gibt es halt keine API von Microsoft, aber die soll irgendwann kommen. Und Microsoft hat auch ganz klar gesagt, dass sie da stark ausbauen wollen, um eben genau solche Erweiterungen ermöglichen. Da hast du ja auch ein Beispiel angetroffen vor ein paar Wochen, wo du so deine Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, also das ganz klar, da ist noch Aufholbedarf, ne? Dass die sagen, okay, wie bei anderen Produkten auch, dass diese öffentlichen Schnittstellen, die verfügbar sind, die wir auch selber quasi als Firmen angehen können, um unsere Geschäftsabläufe zu optimieren, da ist noch Verbesserungspotenzial. Also es gibt natürlich auch Features, die da drauf aufbauen, ne? Wie Browser bei eingehendem Anruf öffnen, ne? Dass wir in unserem Ticketsystem oder im CRM-System dann direkt auch den richtigen Ansprechpartner angezeigt bekommen. Da lachen andere natürlich herzlich drüber und da brauchen wir noch diverse Tools drumherum. Aber auch das geht. Ja. Auch dafür gibt es schon Tools, die fangen halt diese Informationen dann am Teams-Client selber ab. Ja. Also wir können es dann nicht serverseitig machen, sondern im Teams-Client, im Protokoll auslesen und so weiter. Es geht. Aber halt noch nicht als Feature, wo wir uns drüber freuen. Ja. Genau, ja. Ja, sonst muss ich ehrlich sagen, also viel weitere Painpoints habe ich nicht und da ist dieser Rennwagen, sagt einiges aus. Also was im letzten Jahr, 1,5 Jahre bei Teams Phone wirklich abging, das ist Wahnsinn, oder? Also allgemein Teams bekommt ja unglaublich viele neue Features und gerade so das zentrale Management, was früher alles über PowerShell gemacht werden musste, ist heute vieles in der GUI abgebildet. Man kann die ausgehenden Nummern gut steuern, man kann das in Kanäle integrieren. Music on Hold für Weiterleitungen ist jetzt gerade gekommen. Device Switching, da meine ich zwischen Teams Client und Smartphone hin und her wechseln, das funktioniert ja auch wunderbar. Live Capture, das gibt es fast in keinem anderen so normalen Telefonsystem ohne große Erweiterung. Also das ist ja schon unglaublich, was da alles gibt. Also wenn ich jetzt so von allen Features, die jetzt da draufstehen, was da jetzt so passiert ist in den letzten Monaten, muss ich wirklich sagen, dieses Thema Device Switching finde ich der Knaller. Ja, also ich sitze in meinem Auto, habe dort nehme vielleicht einem Meeting teil als normaler Audio-Teilnehmer und setze mich dann hier in meinem Homeoffice an den Arbeitsplatz und sage dann mit dem Gerät teilnehmen und dann fragt er mich noch, hey, möchte ich es hinzufügen oder möchte ich wechseln?
Und alle anderen im Gespräch, die merken nicht mal, dass ich meinen Platz gewechselt habe, weil vorher die Qualität so gut war, da hatte ich halt dann offensichtlich die Kamera aus. Und jetzt sitze ich plötzlich an meinem normalen Arbeitsplatz. Ne? Also, und dieser komplette Weg von Fahrzeug, Treppe, rein, raus, rüber, Gerät wechseln, kriegt kein Mensch mit. Ne? Also es ist auch irgendwie seamless, ne? Da verliert man keinen fetzen Gespräch. Ne? Habe ich auch von niemandem anderen gesehen, der das so gut kann, von keinem anderen Tool, muss ich ehrlich sagen. Also lass mich da und gerne belehren, aber Telefonanlagen kenne ich eigentlich nicht, die das ähnlich gut machen. Genau, und wir sprechen hier jetzt nicht von den normalen Videocalls, sondern wir sprechen davon, dass es eben auch bei Phone geht, ne? Weil es baut Phone, ja darauf genau. auf. Ja? Genau, korrekt. Ja. Na, dass nachher jemand sagt, ja, ist ja klar, bei den Videocall-Lösungen hat ja nichts mit Telefonie zu tun. Nee, wir sind bei Teams Telefonie. Genau. Absolut. Ja, quatschen wir noch darüber, wenn ich jetzt als derjenige dastehe, der jetzt irgendwie so eine Teams-Telefonanlage einsetzen will, ja, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wo komme ich her. Ne? Bin ich ein Startup, also habe vielleicht oder Ein-Mann-Unternehmen, habe alles das noch gar nicht und wir wachsen jetzt und fangen an und legen los, dann habe ich ja noch gar keine Telefonanlage oder alle arbeiten mit Mobiles und so weiter. Da ist irgendwie easy, ne? Also da kann ich auf der grünen Wiese, zack, Vollgas geben. Absolut. Im Prinzip Microsoft Calling-Pläne lösen, NUF-Nummern eintragen, vielleicht portieren, nein, portieren nicht, habe ja noch nichts, los geht's. Also das ist wirklich easy und eine der coolsten Lösungen, die ich kenne für sowas Kleines. Genau, also einfach zack, out of the box starten. Wenn ich eine alte Telefonanlage modernisieren muss, dann wird es schon ein bisschen trickreicher, würde ich sagen, und zwar einfach vielleicht nicht aufgrund dessen, dass uns vielleicht da irgendwie Technologie fehlen könnte oder so, weil das glaube ich, das kriegt man dann doch irgendwie hin. Man braucht Netzwerkverkabelung und so weiter, wenn man auf moderne Geräte setzt, aber dort, wo ein Computer ist, geht auch das. Aber ich glaube, eher da muss man ganz genau hinschauen, so wie bei einer bestehenden Anlage auch, nutze ich vielleicht spezielle Funktionen einer Telefonanlage, die halt Anbieter, die irgendwie schon 30 Jahre auf dem Markt sind, die haben das halt. Ne? Die sind, man könnte sagen, da ist der Lebenszyklus am Ende. Ne? Die haben alle Features, die man sich so vorstellen kann, haben die irgendwann mal entwickelt. Ja, ich erlebe das viel. Oder Telefonanlagen, die sind bestehend, 20-jährig, unglaubliche Feature-Sets, Integrationen, ich weiß nicht, was alles rein, aber halt auf einer technologischen Basis, die 20 Jahre ist. Und da jetzt wegzukommen, muss man sich vielleicht manchmal auch von was lösen oder was ändern. Ich denke da zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Abrechnungssysteme in Altersheimen, dass die Kosten der Telefonanrufe der einzelnen Bewohner dann wirklich auf den Bewohner auch verrechnet werden und so weiter. Also da gibt es ganz viele Sachen, die beachtet werden muss, eben Deckanbindungen. Ich nehme es jetzt trotzdem in den Mund, Fax, wo das noch irgendeine Relevanz hat, hat es zum Teil einfach noch und so weiter. Und das ist, wenn die Telefonanlage modernisiert werden muss, hat ein wichtiger Teil, da ist wirklich gut vor Projekt, wirklich schauen, kann man das mit Teams realisieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Vielfach kommt man dann nicht darum rum, einen eigenen SPC mit Direct Routing anzubinden, dann kann man auch sehr vieles dann machen. Also wenn man sich die Tabelle jetzt von uns so anschaut, kann man schon ganz klar sagen, denn ich würde mir behaupten, 80% der Telefonanlagen kriegt man mit Teams mittlerweile abgewickelt. So gut ist gut genug. Ja? Ja. Und die Spezialfälle, da muss man wirklich immer genau hinschauen. Du hast zum Beispiel geschrieben, Callcenter, muss man vielleicht Lua nehmen, wo sie als Erweiterung in Betracht ziehen. Ja, bei manchen Stellen reicht es dann aber trotzdem noch nicht aus, weil halt die Schnittstellen fehlen. Ja? Oder du hast ein Altersheim angesprochen oder vielleicht eine Umgebung im medizinischen Umfeld, Krankenhäuser oder sowas, die werden damit ihr Problem haben als Lösung. Ja, die brauchen noch was anderes und was viel Größeres und was viel Umfangreicheres. Aber das ist ja auch im Moment auch nicht der Anspruch. Ne? Genau, nein, ich glaube auch diese 80%, das siehst du richtig, ich glaube ganz klar angesiedelt ist es da, wo man wirklich dieses Modern Workplace macht, dass man da wirklich Work Anywhere, da ist es wirklich sehr, sehr gut angesiedelt. Ich kann aber auch vor allem bei Startups und KMUs, die meistens nicht die riesigen Telefonanforderungen haben, ist das absolut richtig zu implementieren. Und bei allen anderen ist es halt wichtig zu schauen, brauchen wir denn die Features, die alte Anlage hat, überhaupt noch oder können wir das anders lösen oder kann ich darauf verzichten? Wir haben zum Beispiel eine Gemeinde mit 80 Mitarbeitern umgestellt auf Teams und die mussten halt auf einiges verzichten, aber haben dafür jetzt andere Vorteile. Eben dieses, genau. Ich kann überall mit meinem Client halt einfach telefonieren.
Also das, im Prinzip hast du da jetzt so Sachen oder haben wir beide jetzt schon so Sachen rausgenommen, so von unseren Next Steps, ne? Also wenn ich jetzt da tatsächlich irgendwie Blut geleckt habe und sage, okay, ich möchte jetzt mal schauen, passt das auf unser Unternehmen, könnten wir das genauso einsetzen und so weiter, dann ist es ganz klar, brauchen wir eine Bestandsaufnahme, um einfach mal rauszufinden, würde das passen, wenn wir schon was haben, ne? Und was wollen wir erreichen? Und dann können wir eigentlich schon gegenüberlegen mit wahrscheinlich unserer Hilfe oder ja selber, ist denn das realisierbar mit einer Teams-Telefonanlage, oder? Ja, genau. Also ich würde wirklich diese Machbarkeiten prüfen, dann die Callflows genau definieren. Das hilft extrem, wenn die wirklich designed sind. In gewissen Bereichen brauchst du dann trotzdem noch ein Proof-Konzept, dass ich wirklich sage, ey, testet das mal, wir richten das in eine kleine Gruppe mal ein. Taugt das für euch? Fehlt da irgendwas? Kommt ihr damit zu Gange? Und dann die Umsetzung und das Live-Call. Genau. Also ich finde da übrigens dieses Thema Callflows genau definieren. Ich bin da oft in der Diskussion, ja, braucht man das nicht, können wir nicht direkt starten und so. Und ich behaupte auch, nein, wir brauchen einfach irgendwie ein Visio, ein Diagramm, ein Flussdiagramm, wo man mal kurz sehen kann, hey, wenn der Anruf reinkommt, dann heißt es immer so ganz einfach und lapidar, ja, um 18 Uhr halt Anrufbeantworter, ja, aber ja, und in der Mittagspause soll es anders sein und wohin soll es denn eigentlich gehen, wenn niemand rangeht und so weiter. Und auf einmal wird dieses Diagramm riesengroß, ja, und dann hat man schon die eine oder andere Stelle, die man orange oder rot markieren muss und sagen muss, das kann man nicht realisieren. Ja? Unglaublich. Und dann auch, dann mach's mal einen Anrufbeantworter und ja, mit welcher Ansage? Ansage brauchen wir auch noch. Also das hilft ungemein, das zu visualisieren, damit die Leute wissen, was fehlt, wo irgendwelche Lücken sind. Ich habe das vor kurzem gerade für uns gemacht, selbst nochmal wirklich von Basic auf, weil wir das ein bisschen umorganisiert haben. Da brauche ich einfach ein ich habe es jetzt mit dem Miro-Board gemacht dann sehe ich halt, wo Lücken sind, wo ich noch was anpassen muss. Also auch so. Gerade, wenn wir selber machen, easy, ne? Aber im Zusammenspiel, wir als Dienstleister plus ihr als Kunde da draußen, da ist ja ganz klar, hey, wir müssen dann auch irgendwie darstellen, wer liefert was. Ne? Also du hast gerade angesprochen, Ansagen, da entstehen so viele Aufgaben bei einer Telefonanlage und man muss ganz ehrlich sagen, bei einer Telefonanlage, da hört der Spaß auf. Ne? Wenn eine E-Mail 30 Sekunden zu spät reinkommt, es verschmerzen alle beteiligten Personen. Wenn ein Anruf 30 Sekunden zu spät reinkommt, dann geht die Welt unter. Ja? Es ist so Abstufung, oder? Telefon, E-Mail, ja. Und dann der Rest. Ja, genau, richtig. Also das ist so diese Überlebenspriorität. Ja? Genau. Ja, also ich denke, das ist ein ganz guter Fahrplan und das war auch, denke ich, ganz guter Überblick so über das Thema Teams-Telefonie, würde ich sagen, oder? Absolut. 50 Minuten, puh. Ja. Längster 365-Talk ever wahrscheinlich. Ja. Definitiv, ja. Okay. Ja gut, next. Schön war's. Nächste Daten in den Kalender. 17.10. Machen wir ein 365-Talk-Special über die Ignite. Die Ignite ist diese Woche, ist eine Microsoft-Konferenz, wo viele Neuigkeiten sicherlich auch zu Teams Phones angekündigt werden. Möchten wir euch einen Überblick verschaffen, was denn so Spannendes kommt. Sicherlich viele Themen Microsoft 365, aber da schauen wir vielleicht auch ein bisschen links oder rechts ins Microsoft-Universum. Nächste Woche, Montag. Genau. Nächste Woche. Und dann unsere Workshops. Diesen Link würde ich in die Bookmarks aufnehmen. Der nächste ist am 19. Oktober, ja genau, mussten wir eine Woche schieben wegen meinem Termin bei mir. Aber um 9 Uhr geht es um Termine organisieren. Ja. Passt, ja, stimmt, genau. Ich bin jetzt irritiert, weil du gesagt hast, dass du Termine verschieben musstest und deinen Kalender nicht im Griff hattest und dann einen Vortrag über Termine organisieren hältst. Ich halte den Vortrag für mich selbst. Ja. Also ich glaube, das ist ganz cool. Wer da Interesse hat, hat nichts mit Teams-Telefonie zu tun. Ja? Unbedingt teilnehmen, weil das rockt doch immer, weil man so untereinander in einem Webinar dann doch viele Tipps auch gegenseitig sich geben kann. Und mal sich so anhören kann, wie andere das machen. Ne? Genau. Und November ist dann Outlook. Wer Outlook, Tipps und Tricks mit Outlook, November-Workshop, genau. Schaut in die
Termine. Ja, cool, hat Spaß gemacht, wieder mal Talk und ich freue mich schon auf nächsten Montag, Ignite. Da wird sicherlich einiges Spannendes geben und wünsche euch eine schöne Woche. Danke, Kai. Ebenso. Das war intensiv. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao.